Herzlich willkommen zur Episode der 14, müsste das sein, vom Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 in der Titanium Edition mit dem Luca und mit mir. Hallöchen. Hallo. Warum eigentlich Hallöchen? Ich sag das sonst immer Moin. Naja, ist ja auch Wurst. Ja, ich bin gerade dabei, immer noch das Feld zu düngen hier. Und anschließend werde ich mich mal rüber beamen nochmal zu unserer Wiese und da ein bisschen Gras einsammeln. Um es später zu rauchen. Nicht. Du musst doch vorher erst trocknen, bevor du es rauchen kannst. Stimmt, da war ja was. Siehst du, ich habe mich schon immer gewundert, warum das nicht so funktioniert. Warum es immer so pappig schmeckt, ne? Ja. Nein. Ich habe mich verschätzt um eine Breite hier. Mein Düngerstreuer sind ja von daher ganz praktisch, dass man mit dem Gestänge dann so gegenfährt, ne? Ja. Ja, wenn ich hier eine Spritze habe mit dem Gestänge, da musst du manchmal echt nach jeder Bahn erstmal einklappen, weil du sonst da gegen einen Baum fahren würdest oder so. Ich bin da schon ein paar Mal hängen geblieben. Ja, ist immer toll dann, ne? Was zur Hölle? WTF, Mann, WTF. Ich wollte ein bisschen Sturm simulieren, das war so ruhig. Achso, das hört er sich eher so nach so einem Grün hochziehen an. Dafür decke ich das Mikrofon ab. Meistens zumindest. Ja, dann komme ich mal rüber gebeamt, war. Mit Düngen bin ich jetzt fertig. Träger ist frei, kannst rein. Oh, alles klar. Und einmal war der schon voll, oder was? Einmal war der schon voll, ja. Oh, okay. Ja gut, dann dürfte das ja tatsächlich reichen. Also, ist echt eine gute kleine Zwischensumme, die da immer wieder reinkommt. Ja, ne? Bin ich hier Schlangenlinien gefahren beim Schwadern oder was? Teilweise wohl schon. Das liegt ja nur auch schon zwei Folgen zurück. Total verträumt beim Schwadern. Ja. Waren deine Gedanken mal wieder bei Mareike oder was? Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, wen ich überhaupt anrufe. Gib zu, das war von vornherein geplant. Selbstverständlich.
dieses monotone Geräusch, wenn man irgendwas macht hier, Gras einsammeln, ist echt einschläfernd. Dieses geradeausfahren. Das ist wie beim Lokfahren oder beim S-Bahnfahren. Geradeausfahren. Das macht den Fahrgästen bestimmt sehr viel Mut. Ja, oder auch beim Autofahren, wenn du irgendwie lange geradeaus fährst, mit konstanter Geschwindigkeit mehr oder weniger. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schade, in der letzten Folge hat es tatsächlich wunderbar geklappt. Aber hier jetzt wieder nicht. Ach man. So, hier muss ich mal gucken, hier liegt noch überall so ein bisschen rum, weil ich hier nicht ganz gut schwadern konnte an dem blöden Baum. So, aber ich glaube jetzt, ja, sieht ganz gut aus jetzt. So, Skype ist immer noch nicht wieder verbunden. Immer noch nicht? Was ist da los, Mann? So, aber man kann gucken, also ach, jetzt hat sich Skype komplett. Also mit zwei Ladewagen-Ladungen ist quasi, kann man die Wiese hier abfrühstücken. So, nochmal probieren. Na, bist du da? Ja, was ist bei euch die Sonne weg, dass die Leute jetzt sich wieder vor den Computer und ins Internet setzen? Wahrscheinlich. Oder denen ist einfach zu kalt geworden draußen. Ah. Das ist ja nicht so schön. Also das kommt ziemlich gut hin hier mit dem Ladewagen. Also sind so, kann man so sagen, die Wiese hier sind so zwei komplette Ladewagen. Wobei es doch fast ein bisschen knapp wird, glaube ich, schon wieder hier. Die letzte Bahn könnte sein, dass ich die nicht ganz mitkriege. Wobei die letzte Bahn auch, glaube ich, gar nicht geschwadert ist, sondern die liegt einfach nur da so rum. Das war das, was übrig geblieben war. Ah, doch, das wird hinkommen. Das ist ja noch reingestopft. Ja. Jo, fertig. Bei 92%. Passt doch prima. Hättest ja noch ein bisschen weiter mähen können. Die ganzen Stellen, die du zwischendurch vergessen hast, die haben noch alle mit reingepasst. Ja, das stimmt. Nächstes Mal dann. Was machst du eigentlich? Du sitzt jetzt wahrscheinlich neben dem Helfer und machst die Füße hoch, wa? Ich fahre mal zu Feld 5 und guck, wie teuer das ist. Ach so. Ah, das ist ja gerade in der Auktion, ne? Irgendwie, ich glaube, irgendwas mit 22.000 oder so. Boah, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall ein kleines Feld. Das heißt, so teuer kann es nicht sein. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt wirklich ab vom Schuss, ne? Ja, ist immer doof, dann mit dem Drescher hinzufahren oder so. Ja. Oder wenn man tatsächlich das Kleine nimmt, dann lässt man einfach den kleinen Drescher da stehen, statt den zu verkaufen oder so. Ich weiß auch nicht. Wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Aber ich guck mal eben größentechnisch. Das ist ungefähr halb so groß wie das Feld, was wir jetzt im Moment haben, ne? Also,
Das Feld 12 hatte ich, glaube ich, durch Ersteigerung gekriegt. Und das hatte dann noch 120.000 gekostet. Und so ein großes Feld für den Preis, das... Ja, da kann man mit leben, ne? Dann hier eBay Power Seller Masche, bis eine Minute vorher gewartet, dann geboten und Feld gekriegt. Ne? Ja, GZ. Wow, hab gerade hier einen Sprung gemacht mit dem Trecker. Och nee, was soll denn das? Schon wieder ist er weg. So, Silo zu decken ist Taste R. 14% ist es gefüllt, das ist gut. Ja, lasse ich den Ladewagen jetzt hier. Ich meine, wenn wir da hinten jetzt Raps anbauen und vielleicht haben wir bis... Ach, ich nehme den jetzt einfach mit. Ist ja auch fast egal, ob er jetzt hier steht oder da hinten. Wenn wir herkommen, müssen wir eben im Trecker herkommen, dann können wir auch den Ladewagen mitnehmen. Von daher ist es fast egal. Ach, da bist du ja wieder, oder? Ja. Ah. Ja, ich weiß auch nicht, die erste Folge eben, Folge 11, was war das? Folge 13 ging so gut. Und jetzt ist hier wieder kacke alles, oder was? Ich muss mal gleich mal hochgucken, vielleicht habe ich ja irgendeinen anderen Löserchen nochmal mit drauf. Mein Vater rausschmeißen. Ja, der saugt sich gerade die Pornos wieder runter. Schlimm sowas mit den alten Menschen, ne? Ja. Bin schon ein bisschen stolz auf mich jetzt. Ich habe den Weg von der BGA zu unserem Bauernhof von ganz alleine gefunden, ohne einmal auf die Karte zu gucken. Du hast doch irgendwo Schilder aufgestellt. Nein, habe ich nicht. So, Silo habe ich übrigens zugedeckt, 14% sind drin. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest. Nee. Dann ist ja im Moment nur noch warten darauf, dass das fertig wird und dass das Feld fertig gedrillt ist, wa? Ja. Ach, du hast den Mähdrescher weggefahren. Das ist gut. Ja. Das ist immer so nervig hier, weil die so lahmarschig fahren. Ups. Oh nein, ich habe das Regenrohr kaputt gemacht. Wie? Regenrohr kaputt gemacht? An dem Unterstand hier. Ich bin gerade mit dem Ladewagen gegen das Regenrohr gefahren, gegen die Regenrinne unten. Ist sie abgerissen? Nein. Ja, das wäre lustig, wenn das geht. Ich meine, die Verkehrsschilder kannst du ja auch umfahren. Ja. Ja? Ja. Mit dem Speedlimit kannst du umfahren. Wenn du aber das Spiel beendest und neu startest, dann sind sie wieder da. Das probiere ich jetzt aus. Ich habe jetzt eh gerade nichts zu tun hier.
haben wir denn hier mal eins? Also wenn du vom Hof zum Shop fährst, dann hast du auf jeden Fall eins auf der rechten Seite. Ah, hier, ich sehe schon eins, ja. Ja, jetzt liegt es hier rum auf der Straße. Immer diese Raudis, die alles kaputt fahren müssen. Ja, Speedlimits werden ja auch total überbewertet. Wer braucht schon Speedlimits? Kein Mensch. Oh. Das Schild hatte mich jetzt gerade zurückgeschleudert. Du musst jetzt nicht alle Schilder umfahren. Nee, es waren auch nur zwei. Da stand er noch gerade so rum und hat mich angelächelt. So, und hast du herausgefunden, wie teuer das Feld ist? Nein, ich bin bis Sichtweite der Stadt gekommen und dann ist mein Trecker stehen geblieben und ich war raus. Ah, ist jetzt eigentlich hier, bist du jetzt hier noch im Spiel? Nee, ne? Gerade noch nicht. Ich habe das Spiel jetzt mal neu gestartet. Ja. Oh, ich drücke immer ein zu weit, wenn ich das Handy ausmachen will hier. Also den PDA hier im Spiel. Oh, 2,5 Minuten haben wir noch. Viel machen können wir jetzt eh nicht mehr. Ich würde sagen, ich gucke nochmal in den Händler rein. Also. In den Händler rein. Was erhoffst du dir, in dem Händler zu finden? Oh, ne? Also, beim Händler gucke ich nochmal vorbei hier, virtuell. Und gucke mal, was wollten wir denn? Mähdrescher, Erntemaschinen. Ja, hier so einen großen wollten wir, so einen großen roten. Beziehungsweise nicht den ganz großen, glaube ich, oder? Den davor. Ja, den da, den für 235.000. Ich höre gerade ein Flugzeug, was hier rüberfliegt. Also im Spiel, glaube ich. Ja, also brauchen wir 235.000. Ja, das kann noch ein bisschen dauern irgendwie, ne? Ja, selbst wenn da brauchen wir schon eine große Nachfrage bei Weizen und Gerste, das ist... Ja. Na, ich meine, ein bisschen kommt nachher wieder durch die BGA rein. Aber so viel halt dann auch nicht. Ja. Kreditlimit ist ausgeschöpft, ne? Ich glaube ja. Ja. Also ich würde fast sagen, der Plan ist, wenn jetzt die Folge vorbei ist, lassen wir das Spiel weiterlaufen, bis der Händler fertig ist. Ach, bis der Händler fertig ist. Bis der Helfer fertig ist. Hier, der hier, ne? Ey, Kollege, beeil dich mal, wir essen zeitig. So, und spulen dann so weit vor, bis das Gras wieder fertig ist. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Ja, okay, dann machen wir das so. Ich guck nochmal auf den Timer hier. Huhu, noch 35 Sekunden. Ja, erzähl doch nochmal einen 35 Sekunden langen Schwank aus deiner Jugend. Meine Jugend, die ist schon so lange vorbei. Damals, wenn ich bei meinem Großvater war, der hat er mir immer Wert das Echte gegeben. Ja, keine Ahnung, wie ich da gerade drauf komme. Wobei, Wert das Echte heißt ja jetzt Wert das Original. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Aber trotzdem kannst du ja bei Amazon so einen Link für wer das Original echte Originale reinbauen. Ach so. Ja,
könnte ich. Ja, gut. Die Zeit ist rum, so langsam. Ich sag tschüss, winke, winke und bye bye. Ciao.